Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal um das Thema Steckbrett. Ich verwende das Steckbrett ja hier in praktisch allen Videos. Ich verwende es natürlich auch, um generell irgendwelche Schaltungen aufzubauen und auszuprobieren. Und ich will da ein bisschen mal drauf eingehen, denn die Steckbretter gibt es ja zum einen in verschiedenen Größen, aber auch in verschiedenen Qualitäten und auch teilweise in verschiedenen Farben. Insofern will ich mal ganz kurz darauf eingehen, worauf es da eigentlich ankommt. Das Steckbrett ist ja so aufgebaut, hier in dem Fall, dass diese rote Linie hier, diese Pins an der roten Linie miteinander verbunden sind und auch an der blauen auf beiden Seiten. Und in der Mitte sind die Pins jetzt hier senkrecht jeweils verbunden, also immer 5 Stück. Es gibt auch Steckbretter, die haben hier diese rote und blaue Versorgungslinie sozusagen nicht. Ich kann aber empfehlen, so ein Steckbrett zu kaufen, wo diese vorhanden sind. Der Grund liegt einfach daran, dass man natürlich mit der Versorgungsspannung es einfacher hat. Wenn man jetzt meinetwegen 5 Volt hier verwendet, dann speist man die hier ein und kann die, also sie wird bis nach hinten durchgezogen und kann dann immer hier rüber in die Schaltung gelegt werden mittels Steckbrücken. Die Steckbretter, die ich verwende, haben auf der Rückseite dann noch eine Alu-Platte sozusagen drauf, ein kleines dünnes Alublech. Das kann man aufkleben, liegt immer mit bei. Ich habe hier mal eins ohne, also beziehungsweise eins mit. Allerdings ist es so, man kann dann hier wirklich diese Folie abmachen und kann dann hier drauf dieses Alublech kleben. Das sollte man auch auf jeden Fall machen, weil es sonst eventuell, gerade wenn man mit CMOS-Bauteilen arbeitet, zu sehr merkwürdigen Effekten kommen kann. Der nächste Punkt hier zum Thema Steckbrett sind natürlich die Drahtbrücken. Es gibt hier verschiedene vorgefertigte. Das kennt sicherlich auch jeder, der damit arbeitet. Einmal diese hier, das ist Litze. Und am Ende sind dann hier eben diese Steckkontakte ja angeschweißt sozusagen und angebracht. Das ist also die eine Variante. Dann gibt es eine andere Variante. Dort sind hier richtige Stecker angekrimmt. Es gibt welche, die haben also sozusagen hier als Buchse fungieren die und eben als Stecker. Und man sieht hier auch schon das Problem bei den Dingern, auch bei den anderen hier übrigens. Es kann durchaus sein, dass die im Laufe der Zeit eben abbiegen, beziehungsweise dann, wenn es sehr oft benutzt werden, auch abbrechen. Was mir persönlich natürlich nicht gefällt, deswegen verwende ich die in der Regel auch nicht. Es gibt noch einen anderen Punkt, warum ich die nicht verwende. Die sind mir einfach zu lang. Also so eine Länge hier ist schon relativ lang. Man kann hier natürlich jetzt von diesem blauen zu diesem nächsten blauen hier sozusagen verbinden, aber das ist mir einfach zu lang. Wenn also hier so ein Teil auch abbricht, dann ist das Ding eigentlich wertlos. Also ist eigentlich eine Fehlinvestition. Deswegen verwende ich generell Drähte. Und jetzt ist natürlich die Frage, was für Drähte man da verwenden kann. Ich habe festgestellt, dass Drähte mit einem Durchmesser von 0,5 mm zu dünn sind. Da ist der Kontakt hier zwar gegeben, aber das geht doch sehr leicht rein und das kann eventuell zu Wackelkontakten kommen. Und 0,7 oder 0,8 ist viel zu dick. Deswegen verwende ich Drähte mit einem Durchmesser von 0,6 mm. Wenn man danach allerdings sucht, dann hat man das Problem, die zu bekommen, beziehungsweise es gibt nur wenige Anbieter, die das überhaupt anbieten. Ich habe aber mehrere Alternativen. Die erste Alternative wäre praktisch hier solche Drähte aus dem Telefonbau sozusagen, beziehungsweise aus der Telefonverdrahtung. Das sind also alte Drähte, die zum Beispiel am Hausanschluss verwendet wurden und dann weggenommen worden sind. Die haben also sehr schönen Durchmesser von 0,6 mm, haben auch verschiedene Farben. Und man sieht ja auch noch so ein bisschen mit den schwarzen Ringen, also hier sind 2 Ringe drauf, bei der anderen sind vielleicht nur ein Ring drauf, dass man also das auch unterscheiden kann. Machen sich hervorragend fürs Steckbrett, sind nicht verzinnt, das spielt aber auch eigentlich keine Rolle und die kann man durchaus verwenden. Also wenn jemand dort die Möglichkeit hat, falls mal die Telekom oder sowas im Haus ist und da irgendwie eine neue Verdrahtung vornimmt an der Verteilerbox und dort fällt sowas ab, das kann man auf jeden Fall sehr gut fürs Steckbrett verwenden. Eine andere Alternative ist, das sind diese Leitungen hier, die habe ich aus einer Steuerleitung rausgezogen. Das sind, glaube ich, hier 12 Adern insgesamt.
Die haben auch einen Durchmesser von 0,6 mm. Ich weiß längst nicht mehr, woher ich das habe. Ich habe das auch irgendwo mal gekauft. Irgendwie so 5 Meter oder sowas. Ich muss da nochmal suchen. Also das ist auch 0,6 mm. Man kriegt es also gebündelt, auch verschiedene Farben. Das ist immer sehr wichtig. Das kann man natürlich dann auch verwenden. Unten in der Beschreibung habe ich nochmal aufgelistet, von welchem Hersteller es sowas gibt. Und zwar gibt es verschiedene, die haben eben, weiß ich nicht, Farbe Rot oder sowas, 100 Meter, ist natürlich sehr viel. Es gibt aber auch welche, die bieten eben 5 Meter Rollen an, wobei auch 5 Meter eigentlich schon fast zu viel ist. Aber da kann man sich durchaus mal welche kaufen und vor allem die können, wenn sie abbrechen, wiederverwendet werden. Im Laufe der Zeit ist es bei mir so jetzt gewesen, es hat sich also eine ganze Schachtel von diesen Drähten angesammelt und ich verwende die immer wieder. Also ich schmeiße davon nichts weg, selbst wenn die sehr kurz sind. Gerade die kurzen Leitungen machen natürlich Sinn, wenn man jetzt hier nur eine kurze Verbindung braucht. Hier zum Beispiel sehe ich gerade, habe ich hier eine blaue Brücke. Die kann ich natürlich sehr gut verwenden, wenn ich jetzt hier irgendwie die Masse habe. Das reicht völlig aus und ist vollkommen okay und es kontaktiert vor allem auch sicher. Es gibt natürlich eine Anwendung jetzt für diese flexiblen Brücken und zwar männlich-weiblich. Ist natürlich dann, wenn ich jetzt hier im Steckbrett kontaktieren will und dann zum Beispiel auf irgendein anderes Board kontaktieren will, wo nur eine Stiftleiste ist. Also wie zum Beispiel beim Raspberry Pi, da ist ja eine Stiftleiste, da macht sich das also sehr gut, da kann man die durchaus verwenden. Aber rein für das Steckbrett hier verwende ich diese hier, wie gesagt, nicht. Um jetzt zum Beispiel von dem Steckbrett die Spannungsversorgung irgendwie anzuschließen, kann man natürlich hier so ein Draht nehmen und da irgendwie eine Klemme anbringen. Ich mache das aber anders, das hatte ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ich nehme hier solche 4 mm Buchsen, löte dort hier diesen Draht an, den 06er Draht, und kann also dort direkt hier das kontaktieren. Und das macht sich also wirklich sehr gut, sehr einfach. Und ich brauche auch keine zusätzliche Klemme oder sowas. Das finde ich also sehr praktisch. Was Bauteile betrifft, da sind auch einige Sachen zu beachten. Ich habe hier mal einfach hier einen Controller, den kann man natürlich hier in die Mitte setzen. Da muss man eventuell die Beinchen ein bisschen biegen. Das sollte aber eigentlich problemlos funktionieren, dass der dort mittig sitzt. Es gibt aber andere Bauteile, zum Beispiel hier. Das ist ein Vorwiderstand, den ich mal mitbekommen habe für eine Leuchtdiode. Und da sind die Beine sehr dünn. Also der fällt schon fast durch. Also der geht sehr leicht hier rein. Das muss man gegebenenfalls beachten. Also er wird kontaktieren. Aber gerade bei solchen Bauteilen, wo die Beine sehr dünn sind, da sollte man wirklich sehr sorgfältig gucken, dass der wirklich kontaktiert. Es gibt natürlich andersrum noch Bauteile, die haben sehr dicke Beine, zum Beispiel hier so ein TO220-Gehäuse. Und diese Dicke ist eigentlich schon zu dick für das Steckbrett. Ich setze daher diese Bauteile sehr ungern eigentlich ins Steckbrett ein. Und wenn, dann sollte man die nicht zu tief reindrücken. Also ich mache die wirklich nur ein bisschen rein, dass sie gut, also so fest sitzen, aber nicht bis zum Ende drücken, weil man dann die Federkontakte, die sich ja darunter befinden, wirklich so weit auseinanderbiegt, dass sie nachher für ja, andere Drähte praktisch unbrauchbar sind. Das gleiche gilt übrigens auch hier für solche Stiftleisten, die ich auch generell nicht mag im Steckbrett, die sind einfach zu dick. Ich habe hier mal so ein STM-Modul gekauft und da waren diese Stiftleisten mit bei. Die habe ich jetzt natürlich nicht eingesetzt, sondern ich habe dort IC-Adapter-Pins genommen. Die sind sehr dünn, die passen auch in einen normalen IC-Sockel. Die sind aber hier für Steckbrett bestens geeignet und kontaktieren auch sehr gut. Also ich kann nur empfehlen, diese Stiftleisten möglichst nicht immer wieder im Steckbrett zu verwenden. Wenn es nicht anders geht, gut, aber dauerhaft in keinem Fall. Weil einfach hier die Federkontakte dann zu weit auseinandergebogen werden. Bei anderen Bauteilen hier, so ein Transistor, ist es völlig unproblematisch. Da muss man allerdings erstmal die Beinchen vielleicht ein bisschen auseinanderbiegen, sodass man den hier so reinsetzen kann. Vielleicht nochmal ein Hinweis: Dadurch, dass ja diese Pins hier alle miteinander verbunden sind, macht es keinen Sinn, den Transistor
so einzusetzen. So macht er keinen Sinn, weil alle Beinchen kurz geschlossen sind, sondern er muss sozusagen immer quer eingebaut werden. So genauso hier beim Kondensator oder bei anderen Bauteilen. Und so kann man dann ganz gut seine Schaltung da aufbauen. Neben dem Transistor oder diesem TO220-Gehäuse, welcher nur schlecht passt oder eigentlich zu dick ist, gibt es noch andere Bauteile, zum Beispiel hier so ein Poti. Ich habe hier so eine Schachtel Potis mal, so ein Trimmer. Die Beinchen sind eigentlich auch zu dick und deswegen habe ich hier dann immer diesen 06er Draht angelötet, sodass es gut passt. Ja, also hier habe ich die angelötet, die Beine, und jetzt passt es auch ganz gut hier rein. Auch nicht zu tief reindrücken, also niemals die Bauteile bis nach unten drücken. Sie sollen nur gut kontaktieren und dann ist es okay. Es gibt auch Bauteile, wo die Beinchen sehr lang sind, zum Beispiel hier so ein Elko oder auch hier diese Standard 100 Nano Kondensatoren. Da sind die Beinchen sehr lang. Da macht es durchaus Sinn, einfach mal einen Seitenschneider zu nehmen und die etwas zu kürzen, hier so auf die Hälfte oder sowas, sodass die dann nicht zu sehr da in der Luft hängen. Auch hier wiederum dann einfach einsetzen, nicht runterdrücken, sondern nur so, dass sie eben einigermaßen gut kontaktieren. Und das war's denn. Eine weitere sehr nützliche Sache, finde ich immer, sind diese Module hier, diese Spannungsversorgungsmodule. Leider haben diese Spannungsversorgungsmodule auch hier wieder diese dicken Stiftleisten oder ja, praktisch dran. Gut, man benutzt sie vielleicht nicht so oft oder wenn dann eben nur, steckt man den einmal rein und ist okay. Die haben den Vorteil, dass ich hier einmal mit einem Hohlstecker rangehe und hier meinetwegen 5 oder 3,3 Volt erzeugen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so ein Mikrocontrollerboard habe, dann kann ich hier ganz locker das hier so reinsetzen und kann dort hier mit meinem Netzteil rangehen, weiß ich, 8 Volt, 9 Volt, was auch immer, und kriege dann hier meine 5, also 5 oder 3,3 Volt raus. Das kann ich dann meistens hier an den Jumpern einstellen. Also diese Module finde ich auch sehr praktisch. Hier ist noch ein Einschalter. Das macht durchaus Sinn, wenn man dort öfters hier mit dem Mikrocontroller hantiert. Dann braucht man keine extra 5 Volt, sondern kann man einfach das Modul hier nehmen, an sein Netzteil anschließen und dann bekommt man da 5 Volt erzeugt. Nun werde ich nochmal eine Schaltung aufbauen und dazu ist es natürlich notwendig, auch als Tipp erstmal den Platz ein bisschen sauber zu machen. Das heißt, ich werde das alles mal rausnehmen hier und einfach die Sachen zur Seite legen, dass man genügend Platz hat und dass da nichts im Wege liegt. Das heißt, ich werde jetzt erstmal den ganzen Platz hier räumen und dann baue ich die Schaltung auf. Die Schaltung, die ich hier aufbaue, ist hier mit dem Timer 555. Es geht aber jetzt nicht um die Schaltung an sich, wie die funktioniert, sondern wie ich das auf dem Steckbrett aufbaue. Und das Erste, worauf ich achte, ist die Versorgungsspannung. Die beträgt meinetwegen 9 Volt. Und da sollte man es so machen, aus meiner Sicht, dass eben der rote oben liegt. Das heißt also, rot ist oben, blau ist unten. So wird es eigentlich auch im Stromlaufplan gezeichnet. Also hier oben ist ja plus 9 Volt, hier unten ist Ground und so sollte es auf dem Steckbrett auch sein. Als erstes setze ich den Timer einfach mal ein, hier irgendwo in die Mitte. Wie rum er jetzt kommt, ist eigentlich spielt keine Rolle im Moment. Und ich gehe jetzt also hier, also versuche danach zu gehen, wie die Bauteile hier angeordnet sind. Und da eine zweite Empfehlung neben dieser Versorgungslinie Plus und Ground, oben und unten, ist die, dass man die Schaltung so einfach wie möglich aufbaut. So einfach wie möglich bedeutet, dass man möglichst wenig Brücken verwendet und dass man, wenn es geht, die Bauteile natürlich direkt dort hier an die Pins direkt reinsteckt, da wo sie eigentlich hinkommen. Ich will es mal kurz zeigen. Ich habe hier zum Beispiel den 10 Nano Kondensator. Ich zoome da mal ein bisschen rein, dann sieht man es vielleicht besser. Ich habe hier den 10 Nano, der geht an Pin 5. Der Pin 5 ist jetzt hier auf der Seite, hier unten, und der geht nach Ground. Ich habe jetzt hier so ein 10 Nano, da sind die Beine schon relativ lang. Das heißt, auch hier werde ich kürzen. Und wenn ich gekürzt habe, werde ich ihn also hier direkt an Pin 5 anschließen und an Ground. Ja, also so. Also ich kürze es erstmal nochmal, die Beinchen ein bisschen.
Hier kann man ruhig ein bisschen mehr kürzen, vielleicht so und vielleicht auch ein bisschen biegen noch, ne? Also je nachdem kann man ein bisschen auseinanderbiegen, weil hier die Abstände natürlich nicht so sind wie der Abstand von dem Kondensator. Und dann setze ich ihn ein zwischen 5 und Ground. So. Und damit ist die Kontaktierung dann auch sicher. Als nächstes nehme ich einfach mal die Spannungsversorgung, also Pin 4 und 8 und 1. Also 1 ist an Ground, 1 ist ja hier oben links, rechts, hier auf der Seite und geht an Ground. Man sieht also, ich verbinde das einfach hier so direkt. Und jetzt ist es ja so, dass diese blaue Linie nicht mit der verbunden ist. Das heißt, ich werde jetzt hier auch für die Versorgung, die Plusseite, hier einfach so eine Verbindung schaffen. Und zwar mache ich das so, dass ich die hier vorne schon verbinde. Meinetwegen so. Ja, das ist etwas zu kurz, sehe ich gerade. Eventuell muss ich einen längeren Draht nehmen. Aber es geht gerade so, dass ich im Prinzip diesen Minus mit diesem verbunden habe. Und jetzt geht die Plusseite hier auch mit dem roten Draht rüber. Und man sieht jetzt hier auch schon den nächsten Punkt, der für mich immer sehr wichtig ist. Das sind die Farben. Da komme ich vielleicht nochmal gleich dazu. Das ist ja etwas zu lang, aber das macht nichts. Das lege ich jetzt einfach so. Und jetzt ist also hier Plus oben und unten verbunden. Das heißt, egal wo jetzt hier eine positive Spannung rankommt oder der Ground, ich kann an beide Leisten hier rangehen. Das ist kein Problem. Bei dieser Schaltung ist es jetzt so, hier in der Mitte ist Pin 6 und 2 miteinander verbunden. Also weder Plus noch Ground. Und deswegen werde ich dort eine andere Farbe nehmen. Ich habe hier gerade was gefunden in meinem Sammelsurium. Kurze Verbindung. So in Weiß mit einem schwarzen Ring. Das heißt, Pin 2 und Pin 6 verbinde ich hiermit. Ja, also auch so kurz wie möglich. Und dort gehen dann weitere Bauteile ab. Unter anderem geht jetzt hier ein Kondensator ab, 47 μF. Das ist der hier. Der geht an 2 und an Ground. Und ich kann das ganz locker machen, indem ich hier von dem Pin 2 entweder daran gehe an den Ground oder hier zwischen 2 und 1 setze. Das ist dann genau das Gleiche. Das spielt eigentlich keine Rolle. Auch hier sind die Beine etwas lang. Ich werde die also etwas kürzen. Hier in dem Fall auch auf gleiche Länge mal bringen. Das stört manchmal, wenn ein Bein etwas länger ist als das andere hier bei diesen Elkos. Und jetzt kann ich ihn hier eigentlich ganz locker zwischen Ground und Pin 2 reinsetzen. 2 ist ja hier der positive Anschluss von dem Elko. Der andere ist auf Ground. Ground ist aber auch Pin 1, sodass ich den jetzt zwischen Pin 1 und 2 zu sitzen habe. Nächster Punkt ist hier meinetwegen dieser 10 Kilo-Ohm Widerstand. Der liegt ja hier zwischen 6, 2 und 7. Jetzt ist ja Pin 6 und 2 hier verbunden. Pin 7 ist dort der eine ein weiter. Das heißt, der Widerstand liegt praktisch zwischen 6 und 7. Und in dem Fall kann man auch Folgendes machen. Man kann den Widerstand natürlich biegen, sodass er steht. Also ich biege den jetzt hier mal so und kneife hier auch mal ab. Ungefähr auf diese Länge. Habe jetzt also hier nochmal den Widerstand auf die Länge geschnitten. Und der liegt jetzt also zwischen 6 und 7. Das heißt, jetzt kann ich hier ganz locker den Widerstand reinlegen zwischen Pin 6 und Pin 7. Jetzt gibt es hier oben einen weiteren Widerstand, der ist an Pin 7 und Plus. Plus ist aber Pin 8. Das heißt, dieser Widerstand liegt zwischen Pin 7 und Pin 8. Das ist ein 1 Kilo-Ohm Widerstand. Hier genau das Gleiche. Ich biege ihn um. Pin 7 und Pin 8 liegen ja nebeneinander. Ich schneide ihn ab. Hier auf einer Länge ungefähr so, sodass ich den dann hier habe. Und jetzt geht der also wird der zwischen Pin 7 und Pin 8 reingepackt. Also hier, huch, ist mir mal weggefallen. Nochmal. Hier zwischen 7 und 8 ist jetzt also dieser Widerstand.
und das ist dann damit erledigt. Wenn man dann noch etwas unsicher ist, kann man durchaus Folgendes machen: Man nimmt einfach einen Stift und streicht sich die Sachen aus, die bereits jetzt verbunden sind. Das kann ich hier gerne mal machen. Also ich habe jetzt diesen Widerstand, der ist an Plus, der ist an 7. Zwischen 7 und 6 ist auch der 10 Kilo Ohm, 6 und 2 sind verbunden. Und der Kondensator ist hier drin, der Elko, der ist auch an Ground. Ich habe auch Pin 1 schon an Ground gelegt und ich habe den 10 Nano an Pin 5 und auch an Ground schon dran. Das heißt, man sieht, ich habe jetzt nur noch diese Leitung hier zu verlegen und dann ist die Schaltung fertig aufgebaut. Die Versorgungsspannung hier ist ja an 4 und 8 dran. Pin 4 ist hier oben links sozusagen und Pin 8 ist auf der anderen Seite. Da brauche ich also nur kurze Verbindungen. Das heißt, ich habe jetzt hier einen roten Draht, Versorgungsspannung. Jetzt biege ich den hier einmal rum so ein bisschen und da kommt jetzt also Pin 4, wird dort angeschlossen. Einmal hier, Pin 4 und auf der anderen Seite ebenfalls ein sehr kurzer Draht, nur eben Pin 8. Der geht also hier ran. So, und jetzt müsste das eigentlich erstmal stimmen. Selbst wenn der Elko jetzt ein bisschen locker ist, was man gerade gesehen hat, ein bisschen reindrücken nochmal, dann geht es. Jetzt kommt die Leuchtdiode noch, die ist an Pin 3. Da habe ich jetzt einen 1 Kilo Ohm Widerstand, den kürze ich jetzt nicht. Den biege ich also ganz locker hier nur so um und setze den an Pin 3 hier ran. So. Und die Leuchtdiode, da habe ich jetzt hier diese 5 mm Leuchtdiode. Anode geht an den Widerstand, die Kathode geht an Ground. Das heißt, ich setze ihn jetzt hier praktisch dazwischen ein. So. Und das war's. Also, was habe ich gemacht? Ich habe hier Pin 8, Pin 4 an Plus. Ich habe den 3, ich habe den an die Leuchtdiode angeschlossen und die Leuchtdiode an Ground. Und damit müsste eigentlich jetzt die Schaltung fertig aufgebaut sein. Zum Schluss kann ich natürlich die Spannungsversorgung anschließen. Dazu nehme ich natürlich hier wieder meine Adapterkabel, die ich mal gefertigt habe. Was ich auch noch meistens mache, ist, ich werde hier noch ein Elko reinsetzen, da wo die Spannungsversorgung reingeht, also 10 bis 100 μ, je nachdem, was dahinter sich verbirgt. Ich habe jetzt hier ein 10 μ nochmal als Stabilisierung so ein bisschen. Und jetzt kann ich hier meine Spannungsversorgung anschließen, nämlich Ground und Plus. Ich muss mal gucken hier, ob das jetzt geht. Und wie man sieht, passiert erstmal nichts. Da ist also noch irgendwo ein Fehler drin. Ja, der Fehler liegt natürlich daran, dass ich die falsche Leitung verwendet habe. Ich habe hier die genommen, die überhaupt nicht angeschlossen waren. Jetzt nehme ich hier hoffentlich welche, wo jetzt die Spannungsversorgung auch ran geht. Und da passiert immer noch nichts. Also es funktioniert immer noch nicht, aber ich habe den Fehler gefunden. Ich habe mich nämlich hier vertan. Der rote geht nämlich hier auf blau. Also ich sehe sofort den Fehler. Ich stecke jetzt um auf den roten. War also mein Fehler vorhin. Und jetzt geht auch die Schaltung. Es funktioniert alles. Also selbst bei so einer kleinen Schaltung habe ich manchmal kleine Fehler drin. Passiert nun mal, aber anhand der Farben kann man ganz gut erkennen, wo was ran muss. Also wenn man jetzt hier rote Leitung nimmt, nur für Plus und blaue Leitung nur für Ground und meinetwegen schwarze Leitung für Minus, also negative Spannung, der Rest dann eben andere Farben, dann kann man ganz gut hier den Fehler relativ schnell finden. Also ich hatte hier in der Tat falsch gesteckt, habe ich vorhin gar nicht mitbekommen, aber das sieht man sicherlich im Video nochmal dann genau, dass das da der Fehler war. Wie man sieht, hat die Schaltung an sich auch eigentlich nur bis auf die Versorgung eine Brücke, nämlich hier zwischen Pin 6 und 2. Alle anderen Bauteile habe ich dort direkt reingesteckt, wo sie reingehören. Und insofern ist die Schaltung wirklich sehr einfach aufgebaut. Also man braucht nicht viel Drähte dafür, und es entsteht auch kein Wust hier an Drähten über dem Steckbrett. Das ist immer ganz wichtig, damit man, wenn man jetzt eine etwas größere Schaltung natürlich hat, nicht die Übersicht verliert. Ja, das war mal ein kurzer Ausflug hier zum Thema Steckbrett. Ich hoffe, es hat etwas gebracht und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.